Mein Name ist Dina Reit und ich bin hier bei SK Laser. Wir bauen Lasermaschinen und unsere Stärke ist es, mit Modifikationen die Maschine auf unsere Kundenwünsche anzupassen. Hier auf der rechten Seite neben mir sieht man unsere Standardmaschine. Die ist jetzt natürlich noch im Bau. Und auf der linken Seite habe ich eine Maschine mit Modifikationen. Die erste Änderung ist diese Hubtür. Wenn die Hubtür nach oben geht, schließt sich die Maschine. Außerdem ist hier auf der Seite eine Öffnung mit Laserschutzbürsten. Und der Laserkopf hängt bei dieser Maschine an einer computergesteuerten Z-Achse. Das ist optimal, um sehr genau den Fokusabstand einzustellen. Und außerdem ist das geeignet, wenn man Objekte auf unterschiedlichen Ebenen gravieren möchte. Als Beispiel dafür habe ich diesen Winkel. Den Winkel möchte ich einmal auf der oberen Ebene und dann auch auf der unteren Ebene gravieren, ohne währenddessen die Tür aufzumachen und manuell den Fokus zu verändern. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich drücke hier auf dem Panel den Startknopf, die Tür schließt und als erstes fährt der Laser auf die richtige Höhe, um die untere Ebene zu gravieren. Dann fährt die Z-Achse weiter nach oben und positioniert den Laser so, dass die obere Ebene gelasert werden kann. Wenn der Vorgang fertig ist, öffnet die Tür. Ich hole das einmal raus, dann sieht man es vielleicht noch besser. Wir haben jetzt zweimal SK Laser drauf geschrieben. Einmal eben unten, dann ist das ganze Verfahren und hat danach oben graviert. Bei dieser Maschine haben wir aber noch eine weitere Modifikation. Und zwar sieht man hier schon, dass wir einen Ausschnitt in der Arbeitsplatte haben. Ich nehme das jetzt mal hier zur Seite und man sieht, da unten geht es ziemlich weit runter. Das ist geeignet, wenn man lange Teile hat, die auf der Kopfseite graviert werden sollen. Dann kann man die da reinstellen, den Fokus mit der computergesteuerten Z-Achse einstellen und so lasern. Falls Sie das weiterhin interessiert noch, können Sie gerne bei uns auf der Website nachgucken, www.sk-laser.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.